Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Battletech. Wir sind auf Valry, werden gleich unseren ersten, ja, generischen, sage ich mal, Folgeauftrag hier erledigen. Wir haben die Story-Mission hier erledigt und vorher müssen wir uns aber nochmal mit dem Mannschaftsquartier ein bisschen beschäftigen, denn wir haben McMark auf jeden Fall rekrutiert. Der wird heute den. Oh, jetzt muss ich euch gerade krass anlügen. Den Centurion von McMike übernehmen. Standing Patriot by. setzen wir als Tank in den Shadowhawk. Waiting for Steelhawk orders. müssen wir gerade noch skillen. Der bekommt den Multishot jetzt. Das ist eine feine Sache, denke Mech ich. Warrior Training complete. So, und Stitch, dem geben wir die erste Stufe gezielter Schussbonus. Ja, könnte auch Training interessant complete. werden. Ja, und dann haben wir heute ein Team, das sich. Ja. Zur Hälfte aus Veteranen zusammensetzt. Ne? Und dann ist ein quasi Rookie mit McMark dabei und Patriot ist auch schon ein bisschen erfahrener auf jeden Fall. Good to go. Der ist als Tank halt einsetzbar heute im Shadowhawk, weil er halt Bulwark hat. Müssen wir mal schauen. Ja, dass wir das irgendwie vernünftig über die Bühne bekommen. So, und wir wollten hier mit dem Überfallkommando auf jeden Fall anfangen. Das ist ein einfacher Kampf. Ein Landungsschiff der Piraten befindet sich im Anflug. Die Verteidigungsstreitkräfte im erwarteten Einsatzgebiet sind nicht für einen Kampf gegen eine Mech-Lanze gerüstet, aber mit ihrer Hilfe können wir sicherstellen, dass der Angriff ins Leere laufen wird. Fangen Sie die Lanze der Piraten ab und vernichten Sie sie. Ja, wird ein Spaß. Na, mal gucken, drei Schrottteile, vielleicht ist ja was Vernünftiges dabei. Commander, die Piratenbande würde kein Landungsschiff schicken, wenn sie es nicht ernst meinen würden. Wenn wir diesen Auftrag annehmen, sollten wir äußerst wachsam bleiben. Ja, das ist eine gute Idee, ne? Das sind halt 2,5 Totenschädel. Das heißt, die Gegner sind uns zumindest in Sachen Tonnage überlegen. Müssen wir mal schauen. Wir nehmen den maximalen Schrott mit, würde ich sagen. Wir könnten hier auch ordentlich Geld abgreifen, aber um Geld mache ich mir im Moment zumindest gar nicht so richtig Sorgen. Das kommt noch, dass ich mir darum Sorgen machen werde. Aber jetzt am Anfang muss ich erstmal gucken, was hier für Mechs da sind. Ne? Vielleicht kriegen wir irgendwie noch ein Medium-Mech zusammen, das Patriot oder McMark da halt auch einen bekommen. Das wäre, glaube ich, eine gute Sache. So. Der Centurion wird von McMark besetzt. Patriot in den Shadow Hawk, bitte. Danke. Und dann hoffe ich, dass das hinhaut. Ja, hier fehlen uns 6 Punkte in der linken, im linken Torso, glaube ich. Oder im linken Arm sogar nur. Struktur, das ist kein Problem. Ja, da haben wir eine ganz gute Mischung hier, ne? Auf geht's. Warnung, jo, genau. Struktur, linker Arm des Max ist beschädigt. Und der Centurion hat ungenutzte Tonnage. Das stimmt natürlich. Beides ist aber beides vertretbar, hoffe ich. Mal gucken, wie der Schwierigkeitsgrad ist. Der Centurion hat ja ein bisschen das Problem, dass er keine Jump Jets drin hat. Und ich hoffe, das wird kein ernstzunehmendes Problem irgendwie. Aber wenn natürlich der Rest der Lanze Jump Jets behält, dann wäre es für den Centurion vielleicht auch eine gute Sache, wenn der wieder Jump Jets drin hätte. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall hoffe ich, wenn wir von Valdry wegfliegen, die Raketenwerfer im Centurion upgraden zu können auf LSR 15er, ne, dass er dann halt 30 Raketenvolleys einfach starten kann. Das wäre eine gute Sache. So, zerstöre alle. Piratenschiffe war, glaube ich. Das feindliche Landungsschiff ist irgendwo in diesem Gebiet gelandet, Commander. Mach ihre Position ausfindig und greife sie an. Wir sollten diesem Überfall ein Ende setzen, Commander. Gute Idee. Es ist so ein bisschen nachts, ne? Da ist natürlich die Beleuchtung immer unheimlich cool, finde ich. Ich mach mal hier gerade noch ein Bild.
Ja, was ist jetzt passiert? Keine Ahnung, da bin ich sehr krass in den Boden gerade reingestürzt, scheinbar. Da kriegen wir alles schön drauf. Also durch die Lücke vielleicht so ein bisschen. Das sieht doch vertretbar aus. Alle mal lächeln für die Kamera. Dankeschön. So. Normale Cam wieder ein und dann gucken wir mal. Wir haben hier High Ground. Ne? Die Piraten, wenn die von da drüben kommen, haben die natürlich auch erstmal High Ground. Hier haben wir so ein Cliff. Das hier ist Wald, glaube ich. Kein unebenes Terrain. Ja, da müssen wir mal gucken. Ne? Vielleicht können wir die ein bisschen zu uns kommen lassen. Ansonsten hier. Ne? Die können diesen Vorsprung hier nicht nutzen. Hier diesen Vorsprung kann man halt benutzen. Und wenn wir uns versuchen, hier in dieses Waldgebiet reinzuarbeiten, optimal wäre es natürlich, wenn wir in diesem Waldgebiet hier irgendwie rumgammeln könnten ein bisschen. Hier drüben haben wir ein bisschen mehr Platz zu manövrieren. Ist das hier geothermales Zeug oder was? Ich glaube, es gibt keinen vernünftigen... Das wird ein Kampf den Berg hoch, ne? Das ist natürlich äußerst uncool für uns. Vielleicht versuchen wir erstmal hier über diese Flanke so ein bisschen zu arbeiten, mal zu gucken, was wir sehen. Mal ein bisschen gucken, vielleicht kommen die uns ja wieder entgegen. Kann ja passieren. On my way. So, wir sind schon wieder dran. Wir haben noch keinen Kontakt. Na, ich lasse Stitch einfach mal hier runterlaufen. Oder springen wir vielleicht sogar? Nee. Springen ist nicht so cool wie sprinten. Da haben wir Kontakt, ja. Okay. Das hier könnte ein Light sein. Der hier sieht ein bisschen größer aus oder täuscht es? Ich weiß es nicht. Ich muss gleich noch was trinken. Ich merke schon wieder, Hals. So, wir schauen mal, ob die vielleicht Roger. Auf uns zugerannt kommen wollen. Und wir ziehen uns hier so ein bisschen... lustig in diesen Wald zurück. Damit wir dann nachher, wenn es ernst wird, halt in Deckung vorspringen oder sprinten können. Ja, der kommt da links ran, ein Cicada, okay. Technisch. Ein Medium Mac. So, und mehr haben wir erstmal nicht auf dem Schirm. Jetzt ist natürlich die Frage, halten wir uns zurück? Bekommen wir eine gute Feuerlösung hier, ist die Frage. Wir bekommen von hier aus auf jeden Fall Sichtkontakt. Ja, das ist schon mal eine schöne Sache. Das heißt, wir können den Cicada jetzt Sensor locken auf jeden Fall. Aber wir kommen nicht in Deckung rein. Was haben wir hier? Das ist ein Hotspot. Da wollen wir natürlich nicht draufstehen. So, das heißt, wir springen einfach zurück, kommen nicht bis ganz in den Wald rein. Ist vielleicht auch gar nicht so schrecklich. Sensor lock on target. So, und wenn der andere dann Zweier ist, ne, den wir hier oben schon gesehen hatten, der muss ja dann Heavy sogar sein. Das ist ja mal, ich will zuerst, dass McMark sich bewegt. Der bekommt auch eine direkte Sichtlinie. Ach du schöne Ding.
Commander. Okay, wir können auch nach hier ganz vorne auf jeden Fall kommen. Das ist kein Problem. Standing by. Und Patriot. Patriot bekommt noch gar keine Feuerlösung, weil der zu kurz geskillt ist. Standing by. Okay, alles klar. On my way. So, dann nimm mal hier noch einmal ausweichen runter von dem Ding. Ja, wir sehen, der ist voll gepanzert auf jeden Fall. Also da fehlt nichts. Die sind gut ausgerüstet. Was ist denn der überhaupt? Ein Taktiker? Okay, der ist also auch schon ein bisschen besser. Taktiker hat, glaube ich, Sensorloch, ne? Ready for orders. Und 65%, okay, passt. Copy that. Vielleicht lassen wir uns gleich noch ein bisschen zurückfallen, weil, wenn die hier wirklich einen schweren Mech haben, ne, der als zweitnächster ist, und Cicada, der Cicada ist krass viel schneller, vielleicht können wir die ein bisschen auseinanderreißen. Das wäre natürlich optimal. Aber der linke Arm sieht schon ein bisschen kaputt aus. Hat er da was drin im linken Arm? Nee. Im linken Torso ein M-Laser. Aber der hat auch nur zwei M-Laser und einen L-Laser. Also einen leichten Laser, ne? Das ist halt. Das war die rechte Seite, ja, das war der rechte Arm. Da dürfte er wahrscheinlich auch nichts drin haben. Nee. Und dann hier den zweiten M-Laser, ne? Genau. Und den L-Laser im Kopf oder im Torso? Im Center-Torso. Okay. So, Patriot, halten wir auf jeden Fall noch ein bisschen zurück. Ne, wir müssen ja jetzt nicht unbedingt. Standing by. Sofort hier in Schutz gehen, ne? Der steht hier hinten super erstmal. Wir haben keinen weiteren Sensorkontakt bekommen. Commander. Ne, wie gesagt, ne, Patriot, der bekommt noch keine Feuerlösung. Das heißt, der darf hier hinten noch ein bisschen rumgammeln. Bracing for impact. So, und dann darf der Cicada hier erstmal rankommen. Er qualmt schon schön. Verfehlt. Sehr schön. Hat sich das Ausweichen hier direkt bezahlt gemacht. Ah, der hat schon wieder 4. Oh, Stitch schafft es gar nicht, nach hier hinten in den Wald zurückzuspringen. Ist natürlich ein bisschen schade. Und hier aus hat er eine Schusslinie. 50%? Nee, nee. Hör mal, da wirst du hier schön einfach zurückspringen einmal. Na, in eine Position, die halt nicht ganz optimal ist. Nochmal einen Sensorlock bringen. Und dann muss halt der Rest ihn hier irgendwie zerlegen. Vernünftig. So, und wir haben jetzt natürlich so ein bisschen den High Ground, ne? Darauf hatte ich ja yes, Commander, ein bisschen spekuliert tatsächlich. Will ich so dicht an ihn ran? Eigentlich gar nicht, ne? Aber ein bisschen mehr ausweichen wäre irgendwie schon echt cool, wenn wir uns ein bisschen weiter bewegen könnten. Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem des Centurions. Er ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, langsam, unbeweglich. Ich will jetzt nicht sagen, dass er direkt immobil ist. Der Heavy Mac, der stand hier oben, ne? Der könnte hier rechts runtergeschossen kommen bei Gelegenheit. Da muss man ein bisschen Auge drauf haben. Affirmative. Ja, die M-Laser fahren wir mit, ne? Das macht kaum Hitze. Oh,
Und das hat das Ding schon fast komplett gegart, wie es aussieht. Den zerstören wir auch einfach, ne, da... Good to go. Nehmen jetzt gar keine Rücksicht auf irgendwas. Wow. Das sind ja Trefferchancen. Deluxe. Yes, Commander. Ja, da können wir uns hier ruhig in den... Obwohl, wenngleich, sage ich mal, der schwere Mech hier runtergeschossen kommt, können wir vielleicht schon ein bisschen Feuer agieren. Deswegen geben wir Patriot einfach mal die Gelegenheit, hier sich zu beweisen. Acknowledged. Target acquired. Und er hat zwar den rechten Arm zerstört, aber den Rest echt ganz gelassen. Good to go. Ah, gefällt mir nicht. War echt nicht mein Lieblingsangriff gerade. So, rechter Torso zerstört, Mitte Torso zerstört. Pilot erledigt. Sehr schön. So, es gibt nur 3 feindliche Einheiten angeblich. Den Scout haben wir schon mal erledigt. Aha. Ja, wir bleiben hier hinten stehen, ganz easy. Wir können nicht da hinten stehen bleiben. Wir müssen so ein bisschen nach vorne springen. Dann schauen wir mal, womit wir es hier zu tun haben. Ein Orion. Schönes Ding. LSR-15, M-Laser, 2-mal. KSR-4 und eine Autokanone 10. Okay. Aha. Nice. Okay, okay. Orders? Marky, wir brauchen dich auf jeden Fall. In Deckung, ne? Das dürfte klar sein. Interessante Frage. Will ich eine direkte Sichtlinie haben von hier aus? Haben wir von hier aus schon eine direkte Sichtlinie? Angeblich schon. Ja, dann müssen wir uns auf jeden Fall bewegen. Wenn es von hier aus schon eine... Aber wir können von da aus streng genommen gar keine Sichtlinie haben, ne? Aber gut, wenn es jetzt sich nur noch um ein, zwei Felder handelt. Mal sehen, vielleicht wenn wir uns hier zurückfallen lassen, dann vielleicht kommt der gar nicht so weit. Dass er uns sieht. Das wäre natürlich der Optimalfall. Ich will ihm auch nicht so die Seite dumm zudrehen. Na, hier Deckung weit ist schon cooler. Damit 2 Ausweichchevrons wenigstens. Das ist halt so das Maximum, was der Centurion hinbekommt, wenn er sich bewegt. Acknowledged. So, und da müssen wir mal gucken. Irgendwo fehlt ja da auf jeden Fall noch einer, ne? Orders? What's up, boss? Ich denke, wir lassen ihn erstmal vorkommen. Na, wir stehen hier defensiv gut. Soll er sich mal ein bisschen bewegen?
Ja, da macht er ordentlich einen los. Warum wird mir eigentlich nicht angezeigt, wo ich getroffen werde? Oh, das rechte Bein. Oh, shit. Gut, 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 gut. Okay. Können wir ihn in die rechte Seite schießen? Das wäre brillant gewesen, wenn das funktioniert hätte. Aber gut, man kann nicht alles haben. Affirmative. Das war ein rechtes Bein, da bin ich mir ganz sicher. Okay, von irgendwo aus wird geschossen. Damage is light. Das waren ein paar LSRs. Ready for orders. Das heißt, der nächste. Ja, wir laufen heiß, ne? Das ist ein bisschen ein Problem. Das wären 80er-Prozente hier. Das sind 70er. Aber da sind wir deutlich besser geschützt. Ja, wir machen das so. Wir springen hier rüber. Copy that. Jo, und da ist es halt. Da sind wir schon voll in der Überhitzung drin. Das ist auch noch Überhitzung. Ah, crap. Ja, den habe ich definitiv zu heiß gebaut. Da muss ich nochmal ran. Ja, wenn wir wirklich die ganze Zeit rumspringen, Kopftreffer. Das war gut. So, da hinten haben wir irgendwas auf dem Sensor. Ist auch ein schwerer Mech. So, wir sind dran. Yes, Commander. Wir versuchen hier so weit wie möglich wegzukommen. So viel weit wie möglich zwischen uns und den Gegner zu bringen. Lifting off. Da müssen wir mal gucken, ob wir hier überhaupt noch was abfeuern können. Ob das Sinn ergibt. Oder ob wir uns einfach nur tankenderweise. Ja. Das wird ein Tankzug. Verdammt. Boah, wie weit muss ich denn da rüber, um in seine rechte Flanke schießen zu können, bitteschön? Need something, Chief? Ja, beziehungsweise seine linke. Bevor ich sowas mache. What's up, Boss? Ich krieg den Orion jetzt sowieso nicht tot, ne? Und vielleicht möchte ich tatsächlich die anderen beiden zuerst ziehen lassen. Damit ich dann zweimal hintereinander dran bin. Und dann kann ich hier nämlich ein bisschen besser manövrieren, ne? Dann kann ich halt einmal von außerhalb der Deckung schießen und einmal von innerhalb. Er zieht sich zurück. Okay, ihm gefällt seine Position da scheinbar nicht.
Da gab es den Sensor-Lock. Aber er hat sich hier rüber gedreht. Das heißt, seine linke Seite ist offen. Okay. Das hat schon mal ganz gut geklappt. Jetzt müssen wir uns nur überlegen. Kommt schon mal nicht weit genug. Aber hier drüben, das müsste doch eigentlich passen, ne? Receiving you. McMark, mein Freund. So komplett ohne Skills ist natürlich ein bisschen kompliziert. Aye, aye. Hey there. Na gut, ich meine, wir sind jetzt zweimal hintereinander dran, ne? Von daher. Ist eigentlich erstmal alles okay. Da geht es jetzt nur drum. 85%. Können wir das mit einer Bewegung irgendwie besser machen? Ja, wir können. Beide 85%. Und was kann Stitch hier reißen? Er kommt so oder so nur mit einer Waffe dran, ne? Dann können wir nämlich auch diese Runde so stehen bleiben, bewegen uns dann nächste Runde erst für einen schönen Bonus. Was bist du eigentlich? Noch ein Orion. K-Variante, V-Variante. Ja, gefallen mir beide nicht. Ich werde jetzt auch nicht wildkreischend auf die zuspringen. Das war das linke Bein. Perfekt. Ah, der hat ja noch richtig viel Panzerung, ne? Der hat noch 180 Panzerungen am linken Bein. Können wir wahrscheinlich noch ein bisschen drauf feuern, bevor sich da irgendwas tut. So, okay, wir sind dran. Wir werden hier von zwei Orions bedroht. Das ist natürlich absolut nicht unser Freund. Patriots ist sensor-locked, aber der steht hier halt erstmal gut, ne? Der hat 60% reduzierten Schaden. Achso, ich kann mich nicht drehen weit genug. Schön, dass mir hier gar keine Linien angezeigt werden gerade. Das könnte genug weit zwischen uns und ihm sein. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall versuchen wir uns hier so ein bisschen zu lösen. Oh nein, was denn? Oh, komm schon. Wurde mir deshalb keine Linie angezeigt? Das ist doch Mist. Das war jetzt echt Mist. Ich dachte, Patrick hätte jetzt Sichtkontakt. Hat er aber nicht. Okay. Engaging jump jets. Komm,
Komplett verfehlt. Okay. Hey there. Ich denke, ich will hier den sicheren Sprung ein bisschen in die Entfernung haben. Roger. Da müssen wir mal gucken. Sorry, dass wir Patriot gleich eine vernünftige Schussposition bringen. Und für den Moment steht er da gut. Ich befürchte, das wird nicht so lange bleiben. Ja, Patriot darf dann auch zweimal hintereinander ziehen gleich. Okay, der Blackjack tankt hier ein bisschen. In der Pause sieht nicht mehr so geil aus. Im Bein oder wo? Was ist denn low? Keine Ahnung wo. Yes, Commander. Ja, hier ist cool. Da kann man nämlich alles reinbuttern, denke ich. Es ist auch eine einfache Bewegung. Jetzt kein Sprung. Der Schuss hat sogar eine ganz gute Chance. Wie sieht es denn aus, wenn wir hier einen Präzisionsschlag anbringen? Aufs rechte Bein. Steigen unsere Trefferchancen leicht. Wir versuchen das mal, ne? Weil wir haben jetzt hier eine Menge Schadenspotenzial in optimaler Reichweite. Eine sehr gute Trefferzone. Das rechte Bein lebt trotzdem noch mit 130 Punkten. Good to go. Okay, jetzt muss Patriot hier auf jeden Fall. Ich kann ihn nicht so spielen, wie ich ihn eigentlich spielen müsste, ne? Weil Schaden einfach, die Hitze einfach viel zu hoch geht. Bringt mir Bulwark passiv irgendwas? Geschützt und Dings, finde ich nicht gut. Wir könnten ihm in den Rücken schießen. Da haben wir hier hinten wenigstens Deckung. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ne? Dann fühlt er sich da hoffentlich bedroht. Also seine Deckung zählt halt nicht. Wir haben zwar keine optimalen Schüsse. Nein! Oh, nicht springen! Ach, ich wollte mich normal bewegen. Verdammt. Ja, jetzt haben wir nämlich wieder hier unser Lieblingsproblem. Dass wir überhitzen. Ja, dann wappnen wir uns hier einfach, bedrohen ihn von hinten. Da, er muss dann eigentlich reagieren, bin ich der Meinung. Kriege ich hier irgendwie meine M-Laser ein bisschen
zum Tragen, das wäre total cool. Ist das hier ein Höhenvorteil? Ich hoffe. Gefällt mir jetzt nicht so hundertprozentig. Immer noch mal ein Präzisionsschlag. 69%. Müssen wir eigentlich machen, weil hervorragendes Schadenspotenzial hier von der Seite. All weapons committed. Das sieht gut aus. 14 Punkte noch. Good to go. Schauen wir mal, ob wir ihn zum Ausweichen bringen, zum Umfallen bringen können. Hier nur ein Ausweich-Chevron, ne? Dafür haben wir halt wieder den Wald. Wir kämpfen aus erhöhter Position weiter, was eine feine Sache ist. Taking the shot. Ja, das war ein Beintreffer, das Bein ist ab. So, das ist seine zweite Pilotenverletzung. Der wird wahrscheinlich 4 Wunden kassieren können. How's it going? Gehe ich von aus. So, wir laufen unheimlich kühl. Und versuchen jetzt aber natürlich trotzdem. Du hast noch nichts getankt, ne? Ja, sehr gut. So viele Waffen wie möglich hier ranzubringen. Wir können 3 Waffenkategorien ranbringen. Ja, auch von hier drüben noch. Das sind gute Chancen. Die nehmen wir. Let's do this. 15% aufs Bein. 2% auf den Kopf. Das sind 65 Punkte, 28% reicht nicht. Ich versuche, sein linkes Bein zu erwischen. Weil ein paar Orion-Teile zu haben. Haben wir getroffen? Ich habe keine Ahnung. Linker Torso. Er wäre schon cool. Ja, der Zentrum wird geschossen. Alles gut. Er steht auf, er hat einen Gegner am Rücken, ne? Das muss er irgendwie im Hinterkopf behalten. Wir sind beflügelt, what? Achso, das heißt nur, ja okay, alles klar. Waiting for orders. So, wir haben so ein bisschen Stabilitätsprobleme, sehe ich das richtig? Das heißt, wir gönnen uns hier vielleicht eine Runde. Schwierig. Ja, das ist echt blöd, ne? Der ist langsam, der Centurion. Ich habe auch relativ wenig Bock, dass er umgeschmissen wird. Waiting for orders. So, du bist der intakte Centurion, genau. Und bei dir wollen wir im Prinzip auf die linke Seite jetzt. Yes, Commander. Und das kann Steelhawk auf jeden Fall leisten, ne? Hier linke Seite. Einmal schön reinsäbeln. Jumping.
Locking on. Ja, es war gut, da war ein Beinkraffer dabei für 32 Punkte. Das sind natürlich trotzdem auch 130 Punkte in dem Bein. Patriot, Hitze ist in Ordnung, den werde ich hinauszögern lassen auf jeden Fall. Commander. Ah, McMark muss hier irgendwie eine Runde in Deckung kommen. Ich denke nicht, dass er da umlaufen werden kann. Stitch halte ich vielleicht auch noch zurück, weil der von hier aus keine Chance hat, auf das linke Bein zu schießen. Das ist richtig. Der hat ganz gute Ausweichchancen, denke ich. Deswegen Stitch und Patriot halt mal kurz zurück. Dann können die Jungs hier sich ein bisschen austoben, dann sind die zweimal hintereinander dran. Okay, Blackjack getroffen mit einem Medium Laser, alles gut. Da wollte er nur einen Ausweich-Chevron runterbringen, wie es aussieht. Da war nichts. Standing by. So, und der ist heiß. Ah, der ist heiß gelaufen, der Orion. Das sehe ich natürlich gerne. Ja, da kommen wir auf die rechte Seite. Haben wir genug Punkte für einen Court Shot? Eigentlich nicht wirklich, ne? Aber wir bekommen, glaube ich, 15 Punkte dazu. Genau. Das heißt, nächste Runde würden wir dann ein bisschen schlechter schießen. Okay, wie machen wir das? Wir sind zweimal hintereinander dran hier. Hitze ist tatsächlich noch ein Faktor. Ja, da gehen wir jetzt einmal ran, feuern und nächste Runde müssen wir schon wieder abkühlen. Weil ich halt wirklich tatsächlich den Hitze-Output hier komplett unterschätzt habe. Ja, wenn ich hier den rechten Torso wegpoppe, haben wir eigentlich eine Chance, ihn ziemlich zu erledigen. Ich meine, wenn ich ihm jetzt nicht die Beine wegsäble, dann ist mir halt lieber zu überleben, als hier einen funktionstüchtigen Orion vom Schlachtfeld zu bergen. Acknowledged. So, Feuer frei. Ja. Noch eine zwei Pilotenverletzungen, ne? Einmal eine Munitionsexplosion, einmal rechter Torso zerstört. Ja. Das heißt, eigentlich hat er gar kein Recht mehr zu stehen. So, und dann brauchen wir auch gar nicht den ultragezielten Schuss auf die Beine, sondern wir versuchen ihm einfach seinen linken Torso auch noch wegzufetzen. Das müsste dann die letzte Verletzung sein, die er kassieren kann. Jump Jets machen zu viel Hitze. Das war ein Bein, das war linker Torso. Ja, es war Arm. Okay, Steelhawk, zeig mir deine Sprungdüsen. Jetzt ist von hier hinten 85, 85. Von hier auch 85, 85. Okay, ich fühle mich ein bisschen verarscht. Keine Ahnung, was da los ist.
guy. Also wenn wir Glück haben, kriegen wir relativ viel auf den linken Torso geballert. Alright, let's do this. Der Laser hat verfehlt. Das war also gar nichts. Eine Rakete nur in den linken Torso eingeschlagen. Sag mal, Mark, kriegst du es eigentlich gebacken? Irgendwie hier... Nee, gar nicht, ne? Der Centurion ist einfach so arschlangsam, dass ein vernünftiges Manövrieren in Deckung quasi unmöglich wird. Wenigstens sind die Trefferchancen gut. Position confirmed. Affirmative. Solid connection on that one. So, ein LSR-15 haben wir gecrittet. Das bringt uns relativ wenig, würde ich behaupten. Also noch 55 Punkte im Bein, 5 Punkte linker Torso. Und wir laufen zu heiß. Okay, ich kann einen M-Laser nicht mitfeuern. Das ist eigentlich ganz cool. Ein kleiner Sprung, wie viel Hitze kostet uns das? Wahrscheinlich noch ein M-Laser. Oh, vielleicht auch ein bisschen mehr. Eigentlich dürfte uns das nur einen M-Laser kosten. Engaging jump jets. Ja. Okay. Engaging target. Das war wo? Das war der Arm? Ach, laber doch nicht. Oh. Receiving you. Warum denn der Arm? Roger that. Hei. In Deckung rein, aus der Deckung raus. Alles nicht gut. Roger. So, irgendwie ein Glückstreffer aufs linke Bein oder so, dann ist er theoretisch möglich. Ah, Sturz. Sturz ist auch gut. Das dürfte ihn nämlich seinen letzten Lebenspunkt kosten. Ja. Und er ist sogar noch ein bisschen heile geblieben. Relativ wenig abgeschossen. Nur ein Bein und die rechte Seite. Also eigentlich die gesamte rechte Seite von oben bis unten. Einmal wegrasiert. Der Centurion tankt hier noch ein bisschen. Not much armor left in that location. Ja, besonders im Bein, ne? Also ich bin mir nicht sicher, ob ein guter Plan ist. Orders? Ist schon wieder instabil, sag mal. Ist schon wieder instabil. Interessant. So, er dreht uns hier schon mal die rechte Seite zu. Das finde ich nett von ihm.
Stehen wir defensiv gut, bis auf McMark? Ja. Commander. Was machen wir mit McMark? Sehen wir den einfach hier rum? Ja, eigentlich die Chance ist so gut, hier auf seine rechte Seite zu schießen. Da müssen wir mal gucken, dass wir den Rest zweimal hintereinander bewegen können. Vielleicht ziehen wir uns gleich auch noch mal ein bisschen weiter zurück, um kurz abkühlen zu können. Sparring on target. Dann würden wir allerdings unseren wunderschönen Höhenvorteil aufgeben. Das finde ich gar nicht so cool, ehrlich gesagt. 85. Oh. Haben wir Zeit für einen Cold Shot? Er läuft rückwärts. Er läuft ganz komisch. Er hat es ein bisschen auf McMark abgesehen, ne? Aber ist okay. Ready for orders. So, wir gehen hier einfach mal ran und vielleicht... Ich meine, mit dem Orion in Nahkampf gehen, das ist streng genommen eine relativ dumme Idee. Moving to position. Andererseits, vielleicht ist es in dem Fall auch eine feine Sache. Oh, jetzt würde ich gerne mal gucken, wie viel Hitze Stitch noch... Hm. Ist egal, wir sind zweimal hintereinander dran. Firing. Einfach die ganze rechte Seite hier einmal schön eindecken. So, Hitze sieht schon mal scheiße aus, würde ich behaupten, ne? Kommen hier aber auch nicht irgendwie vernünftig auf seine linke Seite oder sowas. Ist einfach nicht drin. Vielleicht. Oh Gott. Stehen bleiben und schießen. Achso, die M-Laser würden von hier aus gar nicht mitfeuern. Ich überlege mir gerade einfach einen kleinen Sprint einzulegen, um ihn hier so ein bisschen zu umgehen. Und ihn dann nächste Runde mit so einem kleinen Sprung irgendwas vielleicht so ein bisschen in die Zange nehmen zu können. Das könnte auch eigentlich ein vernünftiger Plan sein, oder? Kannst du nicht auf den Stein drauf springen, sag mal, Junge? Was ist denn los? Ja, die Chancen gefallen mir. Confirmed. Vielleicht bleibt irgendwas davon im Bein hängen. Auf jeden Fall, ein Beintreffer war, glaube ich, dabei, ne? Und schöner Torso-Treffer hier auch. Um wie viel? Minus 4 Schwierigkeit, ja, okay. Besser als 85 wird es aber, glaube ich, auch nie, ne? Ja,
Ja, dann wollen wir auch vielleicht Steelhawk. Ach, der kann vorbeispringen, ne? Ja, Steelhawk kann vorbeispringen. Okay, alles klar. Ich operiere hier gerade mit relativ wenig Deckung, ich weiß. Engaging Jump Jets. Setze hier ein bisschen mehr auf Ausweichen. Ja, zumindest auf jener Flanke. Das ist halt meine Mobilitätsflanke hier. All weapons committed. Ja gut, schön, dass die Laser das Bein so präzise getroffen haben. Unglaublich. Receiving you. Up high. Confirmed. Genau nach Plan, alles ins Bein rein. Herrlich. Ready for orders. Wir könnten ihn auf die Flanke rausziehen. Ich weiß nicht. Das mit dem Schaden gefällt mir halt eigentlich so gar nicht. Deswegen lasse ich ihn lieber hier so ein bisschen in Deckung. Vielleicht lasse ich ihn sogar. Ah, da hat er halt auch noch. Von hier wäre das indirekt. Da müsste der Mech dann erstmal, denke ich zumindest, den Berg hochkommen, bevor er schießen kann. Ne? Da gibt uns wahrscheinlich die Bergkante hier Deckung. Er kann nicht sprinten. Das ist das Problem gerade. Okay, dann habe ich einen Plan. Einmal bewegen, bitte. Ach, muss ich komplett stehen bleiben eigentlich? Nee, ne? Hier einmal wappnen. Standing by. Patriot, wie sieht's bei dir aus? So ein kleiner Angriff hier nochmal in die Seite. Nicht so geil, ne? Genug Stabilitätsschaden hat er halt auch noch nicht, um ihn umwerfen zu können. Aber wir kommen auch nicht ran. Wir könnten mit dem Death from Above hier irgendwie ein bisschen was machen. Todessprung meine ich natürlich. Ja, unser Tank hat noch fast nichts abbekommen. Die könnten wir ja eigentlich mal so ein bisschen als lohnendes Ziel präsentieren, indem wir ihn nicht springen lassen. Engaging with target. Schon. Ja, seitlicher Torso und rechtes Bein auch. Nee. Aber nochmal eine extra. Jetzt ist er unsicher. Haha. Nochmal eine extra Verletzung. Durch eine Munitionsexplosion. Ah, verfehlt. Der ist heiß, oder? Ist der heiß? Kann man das eigentlich sehen, wenn man ihn so anklickt? Ob der Mann heiß ist? Ja, hier sieht man's. Waiting for orders. So, wir stehen defensiv noch hervorragend. Deswegen denke ich, ist es wieder an der Zeit für einen Doppelzug. Tot kriegen wir ihn jetzt diese Runde eh noch nicht. Standing by. Ja, mit einem kleinen Doppelzug können wir uns wahrscheinlich in eine viel bessere Position manövrieren. Na, komm ruhig ran. Ist kein Thema.
What's up, boss? Also sein linkes Bein ist noch größtenteils intakt. Steelhawk, Job für dich. 85, hervorragend. Ah, es hat noch 65, das rechte Bein. Das ist vielleicht doch kein... Ja, aber du bist heiß, ne? Sowas von heiß. Good to go. Ja, das gefällt mir besser. Acknowledged. Da haben wir eigentlich relativ schlechte Chancen, würde ich behaupten, mit 48%. Andererseits, wenn wir ihn natürlich zum Umkippen bringen, ja. Wenn wir ihn zum Umkippen bringen, dann ist das für alle anderen ein gefundenes Fressen. 13 noch im rechten Bein. McMark, deine Chance jetzt. Komm ran hier. Und übe Rache. On my way. Komm schon ins Bein. Wir müssen nur 13 Punkte rein. Ja. Hervorragend. Und jetzt haben wir natürlich einigermaßen Zeit, ihn auseinanderzunehmen. Anderthalb Runden ungefähr. Wie dicht will ich denn ranlaufen? Ja. Ja, eigentlich gar nicht so dicht, ne? Hier reicht mir wahrscheinlich schon, ja. Und dann müssen wir mal gucken, was wir überhaupt alles feuern können. Ja, vielleicht hätte ich doch dichter rangehen sollen. Das ist egal. Wir schießen ihn einfach mal aufs linke Bein so ein bisschen. Gucken wir mal, was wir treffen. Autokanone hat natürlich komplett verfehlt. Center Torso, wie viele Punkte noch? 50. Das Bein noch 111. 112, ne? Heading out. Aber wir versuchen jetzt einfach hier so ein bisschen aufs Bein zu ballern. Und dann schauen wir mal, was wir nächste Runde machen. 15%, ja, nice. Ach, die KSR-4 habe ich natürlich jetzt nicht mitbefolgt. Das hat er Pause rausgenommen, alles klar. Das war nicht so unwahrscheinlich, dass das passiert. Na, gute Arbeit, Commander. Wir sehen uns bei der Einsatznachbesprechung auf dem Schiff. Dankeschön. Mission successful. Zwei Orions. Ich weiß gar nicht, welcher davon die coole Variante ist. So, ausgezeichnete Arbeit, natürlich. Keine größeren Beschädigungen davongetragen. Der Centurion hat Panzerung eingebüßt. Bis 33 Punkte hier im rechten Bein runter. Der war voll gepanzert. Also, genau deswegen bin ich eigentlich nicht so wirklich der Freund davon, Panzerung in den Beinen so krass zu reduzieren, wie das einige vorschlagen. Allerdings denke ich wirklich, also ohne Sprungdüsen zu spielen hier, macht echt relativ wenig Spaß. Aber gut, ne? Ich habe gesagt, es sind eure Mechs. Ihr dürft die halt hier modifizieren, wie ihr wollt. Dadurch hat er gesagt, in seinem Shadowhawk will er auf jeden Fall Sprungdüsen drin haben. Wie McMike das mit seinem Centurion handelt, müssen wir mal gucken. Und Steelhawks Vindicator. Ich glaube, damit bist du ganz zufrieden, oder?
Ah, der Shadowhawk durfte hier wieder die Abschüsse machen. Oh, wir bekommen 3 Orion Car Teile. Also unabhängig davon, welcher jetzt der coole Orion ist, werde ich natürlich 3 Teile von einem schweren Mech mitnehmen, wenn sie mir schon mal angeboten werden. Ist da sonst noch irgendwas Krasses dabei? Nee, gar nichts. Vielleicht bekommen wir noch das Orion V-Teil. Ja, wir haben alle Mech-Teile einfach bekommen. Gut, okay, war auch nicht so unwahrscheinlich, wenn man sich mal anguckt, wie viel Schrott wir bekommen haben im Vergleich zu dem Schrott, der da war. Munition, KSR 4, LSR 15, 2 Stück. Ah, da hätte ich den letztens gar nicht priorisieren müssen, ne? Aber ist egal. Hat uns auf jeden Fall nicht wehgetan. Ja, schön. Das gefällt mir. Wahrscheinlich werden wir hier in den nächsten Missionen nochmal auf den einen oder anderen Orion treffen. Wenn wir Glück haben, sind es auch K-Modelle. Und dann können wir uns vielleicht wirklich einen zusammenbauen. Was wir mal machen können, ist in den Laden zu schauen, ob die hier sowieso Orion Cars anbieten. Und dann können wir vielleicht, wenn es nachher knapp ist, ne, wenn es nur an einem Teil scheitert irgendwie, uns da noch einen Teil zusammenkaufen. Enforcer Quick Draw. Nee. Ach, das ist aber ein kompletter Mech hier. Quick Draw für 6,6 Millionen. Aber den Quick Draw finde ich gar nicht so geil. Ich meine, der ist relativ fix, aber der kann sau wenig eigentlich an Bewaffnung mitschleppen. Sechs Millionen könnten wir wahrscheinlich, vielleicht, mit den Aufträgen zusammenbekommen. Das sind 1,32 Millionen. Nee, hätten wir nicht geschafft, die 6,6 Millionen. So, als nächstes gibt es dann wahrscheinlich, würde ich vermuten, eine Basis einnehmen. War das eine von den Missionen, die keinen Spaß machen? Da musst du nochmal in die Kommentare gucken. Also entweder Basis einnehmen oder hier halt nochmal einen Kampf im Hochland. Ähnlich bezahlt, also Schrott ist derselbe, Ruf ist glaube ich auch derselbe, aber ich glaube für den Auftrag eben hätten wir ein bisschen mehr bekommen können. Okay, Veteran in schlecht gewarteten Mechs. Ja, da machen wir beim nächsten Mal wahrscheinlich diesen Kampf hier. Ja, wir gucken nochmal schnell unsere Mech-Krieger an. Ist jetzt eigentlich ein Tag vergangen irgendwie? Wie ist denn das? Hier steht gar nicht, wie lange die noch ausfallen. Das ist ja auch komisch. Nee, es ist kein Tag vergangen. Also da scheint tatsächlich gar keine Zeit zu vergehen für so ein Gefecht. Ich hätte ja angenommen, dass da wenigstens ein Tag rumgeht irgendwie. Wenn wir uns ins Gefecht stürzen, ist nicht der Fall. Good to go. So, Patriot, du hast 2000 Punkte zur Verfügung. Da kannst du mir ja mal erzählen, wie du gerne gesteigert werden möchtest für das nächste Gefecht. Receiving you. Und McMark, falls er guckt, kann mir das ebenso schreiben, ne? Weil von euch weiß ich echt noch gar nicht, wie ihr geskillt werden wollt, Jungs. Das könnte sich als kleines Problemchen erweisen. So, 2500 Punkte hier für Steelhawk. Und Mut gibt uns Rückstoßabzug, ist im Moment vollkommen irrelevant. Eine Ausweichladung ist vielleicht ganz interessant für dich. Na, ich meine, du springst an dem Vindicator sowieso die ganze Zeit hin und her. Oder lieber ein bisschen Waffengenauigkeit. Kannst du mir mal schreiben? Wenn du nichts schreibst, dann skill ich dich erstmal hier auf die eine Ausweichenladung mehr. Das könnte ganz nützlich sein. So, was haben wir hier? 2000 schon Punkte. Rückstoßabzug. Nee, ich glaube, Stitch spart auf jeden Fall auf die eine Ausweichladung oder sowas.
Vielleicht wäre für Steelhawk, ah okay, bis dahin dauert es echt noch ein bisschen. Ja, das dauert noch zu lange, ne, bis zum ersten Call-Shot. Modifikator hier auf 6. Ja gut, Jungs. Schreibt mal eure Gedanken dazu. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Habt alle einen wunderschönen Tag. Ciao.